jsme sem ještě přijeli na poslední střídání. Wir sind noch hierher gekommen, um die letzte Schicht abzulesen und das Wasser ist ständig gestiegen. Am Donnerstag sind wir aus der Pförtnerloge nach und nach weiter geflohen, so wie das Wasser zunahm, bis in das Bürohaus. Bývala, tak jsme se postupně zdalovali dál a dál do administrativní budovy. Hier waren wir, als das Wasser den Hochstand erreichte, noch bis Freitag. Und bis dorthin kamen uns die Rettungsmannschaften auf Kähnen holen. A potom pro nás přijeli záchranáři a odvezli nás na člune. Die waren hier bis zum Schluss und ab Mittwoch von 23 Uhr, da wussten wir, dass auch die Fabrik unter Wasser ist. Und dann haben wir gewartet. Wie geht es weiter? Das war das Schlimmste. Hier an dem Hause sind Zeichen vom Hochwasser früherer Jahre. Immer wenn ich da vorbeigegangen bin oder vorbeifuhr, so haben wir uns gewundert, dass der obere Pegelstand, der ganz oben ist, dass das nicht möglich sein kann. Am 18. Februar 1821, das ist eine Dummheit, dass es nicht möglich ist und dass es nicht geschehen konnte. Wie man am Hausputz sieht, waren wir heuer um 45 cm höher. Ich verfolgte, wie das Wasser gestiegen ist und immer sagte ich zu mir selbst, also gut, das Erdgeschoss ist überschwemmt, möge das Wasser nur nicht die Decke erreichen. Selbstverständlich erreichte es die Decke. Es ist ständig gestiegen und ich würde im Leben nie glauben, dass die Elbe eine solche Höhe erreichen könne. Ich wohne hier über 30 Jahre und ich erlebte Hochwasser. Dass die Straße überschwemmt war, dass wir im Keller Wasser hatten und ähnlich, aber das hier, das konnte sich niemand vorstellen. Das lässt sich nicht beschreiben, auch keine Gefühle. Dass so eine Überschwemmung kommt, das hatten wir vorher nicht erfahren. Wir interessierten uns jeden Tag um die Lage, jede Stunde, aber ausschlaggebend war der Krisenstab als Organ der regionalen Verwaltung. Wir warteten auf deren Befehle. Zwei Stunden vor der totalen Evakuierung erfuhren wir eigentlich von der Lage des überschwemmten Gebietes. Also binnen zwei Stunden. Die Frühschicht funktionierte noch und hatte alles, Elektrizität, Gas und so weiter. In zwei Stunden, wie man sagt, etwas entscheiden, unmöglich. Nur das aller, aller, aller. No, tak za dvě hodiny něco, jak se říká, řešit nelze, nelze, jenom to nej, nej, nej. Jako nevím, no prostě. Ich weiß nicht, es ist schlecht. To je špatný, no.
Ich wusste, dass meine Familie in Ordnung ist. Die hatte ich sofort weggefahren, gleich zu Beginn, zu den Eltern außer des überschwemmten Gebietes. Tagsüber wohnte ich am Dachboden, da konnte man nichts tun. Man schaute herum, man hat irgendetwas gelesen, weil das Wasser so hoch gewesen ist, konnte man tatsächlich nichts tun. Nur hören, ob das Haus in den Fugen ist, ob alles funktioniert. Und in der Nacht waren Polizeiwachen und die brauchten eine sogenannte Heimwehr. Die Nächte verbrachten wir also gemeinsam auf Kähnen und bewachten das ganze Dorf. Denn es gab Alarmnachrichten und Anzeichen, dass geplündert wird. Schlussendlich hat es unser Dorf nicht betroffen, aber in einigen Dörfern in der Umgebung doch. Wenn ich am meisten niedergeschlagen war, wahrscheinlich, als ich die Videoaufzeichnung der Kamera sah. Ich hoffte ständig, dass es nicht so schrecklich sein wird. Ich rechnete mit etwa 20 cm Wasser. Dann sah ich, dass das ganze Erdgeschoss unter Wasser ist. Und das war sehr unangenehm. Man konnte fast nichts tun, nur sitzen und schauen. Also man war nicht müde. An Schlaf dachte man nicht. Man schlief täglich 2 bis 3 Stunden, weil kein Bedürfnis war. Doch es war keine Laune und Lust, etwas zu tun. Nur sitzen und schauen, man sagte sich, gut, wenn das Wasser doch schon sinken würde, damit ich etwas schaffen kann. Denn das Wasser war furchtbar. Das war vom Kahn aus relativ abenteuerlich, weil das Wasser alles zudeckte, aber immer noch gestiegen ist. Der Höchststand war, glaube ich, am Freitagmittag. Das war immer noch annehmbar. Man hatte sich mit der Situation ausgeglichen, dass alles dahin ist. Už člověk byl jakoby vyrovnaný, že je to všechno v háji. Die Krise kam Freitagnachmittag, als der Wasserpegel sank und wir vom Kahn aus sehen konnten, wie es im Inneren der Gebäude aussah, wie dort alles schwimmt. Das war schon schlimm. Und dann am Samstag früh, die Öffnung der Fabrik, das war ein unschöner Blick. Man konnte auch nach Hause, das Dorf wurde im Laufe des Wochenendes oder am Montag geöffnet und dann begann die unschöne Arbeit. Už začaly takový ty práce, právě taková ta ošklivá práce. Nejzvláštnější byl ten. Es war ein seltsames Gefühl, als das Wasser sank. Man kam in den Raum, wo hoch über dem Kopf 2 Meter hoch, wo der Kontrollstrich war, und man hörte das Wasser tropfen. Überall ist es ruhig, weil natürlich weder Strom noch sonst welche Medien funktionierten. Und man kam sich vor, wie wenn Titanic herausgezogen wäre und sieht sich in den Räumen um, weil ganz genau so hat es ausgesehen. Für mich war das natürlich im ersten Moment ein sehr großer Schock, sage ich jetzt mal, wie ich die Information bekommen habe. Das war direkt sozusagen am Ende des Betriebsurlaubes. Ich habe das Telefonat bekommen vom Herrn Plihal, dass eben das Hochwasser sozusagen kurz vor der Tür steht, dass evakuiert werden muss und so weiter. Und da gehen einem durch schon ein paar Gedanken durch den Kopf. Ich bin ja sehr stark mit Krešice verbunden, nachdem ich ja mehrere Jahre hier verbracht habe, den Betrieb mit aufgebaut habe. Und dann hat man schon eine sehr, sehr enge Beziehung eigentlich zu diesem Unternehmen selber. Und da überlegt man sich, was passiert, wird alles zerstört, wie geht es den Leuten, die sozusagen im Betrieb arbeiten, Mitarbeiter, ich weiß ja, dass die Leute im Betrieb selbst oder im Umfeld des Betriebes wohnen, dass die auch sehr stark betroffen sind, kenne die Leute auch persönlich, also vor diesem Hintergrund macht man sich schon große Gedanken und hofft natürlich, dass es nicht so extrem sein wird, wie es teilweise auch angekündigt wurde.